Ein aufgelöster 16-Jähriger steht in der Notaufnahme der Klinik am Südring. Dr. Jochen Kleinroth kümmert sich um die Mutter des Jungen, die wegen einer plötzlichen Lähmung das Auto nicht mehr verlassen kann. Hallo? Was ist passiert? Ich muss mal helfen. Meine Schwester ist die Treppe runtergefallen. Ich krieg sie nicht allein aus dem Auto raus. Ich komm nicht hoch, aber sie hat keine Tüte. Gut, guck mal, wir bringen uns am besten rein. Rollstuhl oder Liege, genau. Guck mal. Ja, hallo, Kleinroth ist mein Name. Was ist passiert? Sind die Treppe gestürzt? Die Treppe runtergefallen. Sie hat keine Tüte in den Beinen. Und wo tut es jetzt weh? Haben Sie Schmerzen im Moment? Ich bin gegen den Arm und gegen die Wand. Ja. Den rechten Arm? Ja, der rechte Arm. Und mit den Beinen? Nee, hier haben wir Probleme. Ja, ich spüre die gerade nicht. Ich komme nicht runter. Aber Schmerzen haben Sie hier keine? Nee. Beim ersten Blick auf die gestürzte Frau fällt dem Mediziner sofort auf, dass sie einen ungewöhnlich starken Bartwuchs hat. Noch sieht Dr. Jochen Kleinroth allerdings keinen Zusammenhang zu dem Unfall seiner Patientin. Sie sind also gestürzt auf den Kopf. Oben haben wir eine kleine Platzwunde. Ja, mit dem Kopf gegen die Wand. Der Arm ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Okay. Hier ich gucke kurz, wie den Kopf einmal gespinnt. Die Pupillen. Einmal den Finger folgen. Gut, hoch, runter, einmal Mund aufmachen. Bei der körperlichen Untersuchung fiel ein betonter Bartwuchs auf, der ungewöhnlich ist für Frauen in dieser Altersstufe. Das hat aber jetzt mit dem eigentlichen Unfallgeschehen nichts zu tun gehabt. Wird sie wieder gesund? Wir untersuchen erstmal, ob sie sich was verletzt hat. Das ist der Sohn, ne? Ja. Klären wir gleich weiter. So, sind sonst Krankheiten bekannt bei Ihnen? Hose, aber nee, eigentlich. Okay. Eigentlich nicht. Nee. Nehmen Sie Medikamente regelmäßig? Nee, eigentlich nicht. Okay. Allergien? Leicht erhöht der Blutdruck. Wie hoch? 165 zu 95. Puls auch ein bisschen schnell. Knapp 100 bis 110. Bisschen ja, Arm her. Genau. Jetzt mal schauen. Gefühl ist da. Können Sie mit den Fingern spielen? Ja, soweit? Ja. Gut, ich taste weiter vorsichtig ab. Also der Puls ist zwar flotter durch die Aufregung, denke ich, aber gleichmäßig. Größeres Kopfzerbrechen als die Sturzverletzungen bereitet die Frage, warum die Alleinerziehende kein Gefühl mehr in den Beinen hat. Auch gilt es herauszufinden, ob es womöglich einen Zusammenhang zwischen diesen Lähmungserscheinungen und dem starken Bartwuchs der Patientin gibt. Geben Sie mal das Bein an, gegen meinen Widerstand. Kommt nicht viel, einfach mal so. Das geht gerade. Dann schweiße was los ist. Okay, und dieses Bein nehmen Sie dieses Mal an. Okay, wenn ich jetzt selber es passiv bewege. Es ist irgendwie gelähmt. Aber Schmerzen haben Sie keine. Okay. Hier von der Seite. Das kann doch nicht sein. Und auf dem Rücken sind Sie nicht gestürzt. Mm-mm. Und die Lähmung war vor dem Sturz oder erst nach dem Sturz? Nee. Erst sind mir die Beine plötzlich weggesackt und dann bin ich halt geflogen. Dann konnte ich mich nirgends mehr festhalten. Hatten Sie in der Vergangenheit schon mal Probleme mit der Beinmuskulatur, mit der Schwäche? Ja, ich hatte Notfalllabor schon mal. Aber das ist dann gleich wieder okay gewesen. Aber so wie jetzt, dass ich mit das beiden Beinen, dass die Beine schwach sind, das kennen Sie schon von früher. Ja, aber das ging auch ganz schnell wieder weg. Ganz so ist es nicht gewesen. Also meine Schwester hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Ja, komm, Franka, bitte. Also, ja, ich habe halt ein bisschen Stress und muss meinen ganzen Alltag regeln. Alleine ziehen und Kind und viel Arbeit und ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Klar, ich fühle mich schon ausgelaugt und erschöpft. Das darauf habe ich es auch geschlossen. Das heißt, aber ich wohne etwas wieder bessere Zeiten. Ich wohne etwas weiter weg und habe mit ihr telefoniert und habe einfach gemerkt, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Und habe gedacht, ich fahre jetzt einfach mal hin, besuche sie und bleib mal eine Zeit bei ihr. Und habe mich echt erschrocken, als ich dann die Tür aufgemacht habe und sie hat die Tür aufgemacht und den Bartwuchs gesehen habe. Meine Schwester ist eine total gepflegte Frau und da geht die kaputt dran. Wenn die in den Spiegel guckt, die wird wahnsinnig. Es geht gar nicht. Meinst du, mir geht es gut damit? Nein, natürlich nicht, aber es muss ja abgeklärt werden. Ich finde es ja auch ganz scheußlich. Ist das jetzt schon seit der Jugend, Kindheit oder erst in letzter Zeit, letzten Wochen, Monaten aufgetreten? Nee, das ist in den letzten Monaten. Ich habe immer versucht, das abzurasieren, aber ich kann dann nicht jeden Tag einen Rasierer nehmen. Dann bin ich auch ganz rot und wundere, sehe ich genauso blöd aus wie jetzt. Ja, und genauso ist sie auch am Telefon. Gucken Sie mich ja mal an, schön ist das nicht. Haben Sie das mal im Arzt gezeigt, Hausarzt, wurde mal Blut abgenommen? Im Moment weiß keiner, was das ist und ich am wenigsten. Ja. Also Hormone können eine Rolle spielen beispielsweise. Hormone sicherlich, aber ich bin ja auch gestern erst gekommen. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Wurden Untersuchungen mal gemacht, Blut abgenommen oder so in den letzten Monaten, seitdem das aufgefallen ist? In erster Linie würde man nach Hormonen schauen, sei es jetzt den Bereich der weiblichen Geschlechtshormone. Nebennierenrinde-Hormone können dort auch eine Rolle spielen oder andere seltenere Ursachen. In dem Fall würde ich auf jeden Fall zu einem Arzt bzw. Endokrinologen gehen. Das ist der Spezialist, der sich am besten mit den Hormonen auskennt.
Das andere mit den Lähmungserscheinungen, die sind auch schon früher aufgetreten, auch in dem letzten halben Jahr oder noch früher? Ich hatte das schon in der Vergangenheit auch früher ab und zu mal, aber ganz sporadisch und nur ganz kurz und dann war es auch wieder gut. Wann? Von daher habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. Wann ging das los? Wie viele Jahre, Jahrzehnte? Seit Kindheit, Jugend also oder in der, erst in den letzten? Ich weiß nicht, auch in der Jugend hatte ich das mal gehabt, aber habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Aber so wie jetzt, dass ich jetzt eine Zeit lang überhaupt nichts mehr spüre. Das mit einer Schwäche in beiden Beinen? Ja. Auffällig war eine deutliche symmetrische Schwäche beider Beine, die wohl auch dann Ursache war für den Sturz. Diese galt es abzuklären, weswegen man entsprechende Untersuchungen von Wirbelsäule und auch Kopf durchgeführt hatten. Zum einen werden wir jetzt das Blut wegschicken, schauen, ob dort Besonderheiten sind vom Hormonhaushalt oder andere Probleme. Dann wegen des Sturzes will ich zum einen den Unterarm röntgen lassen, weil sie auf den Kopf gefallen ist. Und auch die Beine, die Schwäche hat, machen wir vor dem Schädel eine Bildgebung. Das volle Programm. Also das mit den Beinen macht mir am meisten Sinn. Zusätzlich, genau, Röntgen, also Röntgen, Unterarm, Schädel-CT und gucken, ob wir die Zeit haben, das MRT der Wirbelsäule gleich mit wegen der beidseitigen Lähmung. Dr. Jochen Kleinroth vermutet, dass seine Patientin ihm eine wichtige Information verschweigt. Die Untersuchungen sollen klären, ob es einen Zusammenhang zwischen den Lähmungserscheinungen und dem krankhaften Bartwuchs gibt. Beides ist ungefähr zeitgleich aufgetreten. Das meiste werden wir innerhalb von wenigen Stunden schon wissen. Ja. Wir wissen, ob im Schädel alles in Ordnung ist, weil Lähmungen haben in der Regel mit Nerven zu tun. Oder ob beispielsweise mal ein großer Bandscheibenvorfall auf die Nerven drückt, dass dadurch eine Lähmung der Beine zu erklären ist. Also ich weiß nur, sie ist unheimlich gestresst, weil sie ist alleinerziehend, hat einen wahnsinnig stressigen Job. Aber Stress alleine erklärt nicht die Lähmung normalerweise. Nee, normalerweise nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob sie Medikamente nimmt oder so, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall interessant, dass Sie das noch mal rausbekommen. Oder ist es vorne? Dass Sie das mal rauskriegen, was sie genommen hat, wegen der Vorgeschichte. Plötzlich flippt Tom, der 16-jährige Sohn der Patientin, in der Notaufnahme aus. Hallo, was ist hier passiert? Okay, kleiner Zwischenfall. Was ist passiert? Der hat meine Mutter als meinen Vater beleidigt. Lass es mir noch nicht von seinem Gefallen. Okay. Wir haben andere Probleme, er hat ihn wegen seiner Mutter angesprochen, wegen des Bartes. Und da hat er einen kleinen Ausraser gekriegt, aber beim Tom ist jetzt alles wieder in Ordnung, ne Tom? Du setzt dich jetzt. Verletzt, hast du eine eingesteckt? Ja. Okay. Die Lippe, wollen wir uns die vielleicht mal, ist der Behandlungsraum drüben frei? Ja. Guck mal, dann gehen wir mal gleich rüber und gucken uns die Lippe nochmal in Ruhe an. Der 16-Jährige wirkt seltsam unbeteiligt. Normalerweise, laut seiner Mutter, hänselt er keine anderen und sucht auch nie Streit. Aber es soll sich noch herausstellen, dass hinter der gemeinen Provokation des Teenagers viel mehr steckt. Sehen Sie Mutter, ne? Passiert das einen abgeregt? Sonst noch irgendwelche Probleme im Moment, Beschwerden? Lass mal gerade die Lippe. Er jammert schon seit Tagen immer im Zimmer rum, er schließt sich im Bad ein und ich weiß nicht warum und er sagt mir nichts und jetzt habe ich ihn geschnappt und bin einfach hierher gefahren. Okay, deswegen sind Sie jetzt in die Notaufnahme. Genau, ja. Und das war gerade nur so ein kleines Zwischen. Ja, er ist im Moment so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aggressiv oder wie man das nennen mag, keine Ahnung. Aber er Sag mal deine Lippe. Irgendwo Schmerzen, ich weiß nicht warum, er sagt mir nichts. Und Bart einschließen, was ist da jetzt das? Ja, er jammert immer, ich höre ihn immer jammern, also irgendwie so ein jammerndes Geräusch. Und das macht er im Zimmer auch öfter. Und, hast du Schmerzen oder? Können wir darüber alleine reden? Gut, wenn es gerade im Bad war, ich will. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass wir kurz unter Männern unter vier Augen reden, wenn sie kurz vor der Tür warten. Der Jugendliche hatte offensichtlich ein Problem im Intimbereich, was ihn peinlich berührte, was er vor seiner Mutter in dem Alter jetzt nicht unbedingt offenlegen wollte. In der Situation ist es adäquat, denke ich, kurzfristig die Mutter rauszubitten, damit man erstmal das Problem erkennen kann, eingrenzen kann und dann gemeinsam schauen, wie wir damit umgehen. Erzähl mal, was ist denn, wie können wir helfen? Ich war auf dem Weg zur Schule und musste mich schnell anziehen. Ja, und dann habe ich mir meinen Penis im Reißverschluss angeklemmt. Okay, wie lange ist das jetzt her? 1-2 Wochen. Okay. Und hat es geblutet? Ja. Aber jetzt, das sind 2 Wochen her, im Moment ist wieder alles in Ordnung? Nein, oder was ist das? Nein, das tut immer noch sehr weh. War es entzündet? War der Eiter dabei? Ist irgendwas aufgefallen? Ja. Und es war ein Teil von der Vorhaut, die jetzt eingeklemmt war, oder vom Hoden? Ja, von der Vorhaut. Okay. Sollen wir uns das mal zusammen angucken? Ja. Leg dich vielleicht gerade mal hin und mach dann die Hose mal auf. Es war ihm peinlich und deshalb hat der Schüler bis jetzt niemandem von seiner Verletzung erzählt. Aber die Mischung aus Scham und Schmerzen hat ihn wütend gemacht. Ja, man sieht die Verletzung noch scheinbar. Es ist so ein bisschen narbig in dem Bereich verengt.
Wenn du, genau, wenn du auf Toilette musst, Urin lassen, fließt der gut ab oder? Nein, das ist zu viel. Dass du damit Probleme hast. Kann sein, dass da einfach so eine durch die Wunde eine narbige Verhärtung ist bei einer Vorhaut, so wie es aussieht, und dadurch eine Vorhautverengung entstanden ist. Vorhautverengungen können entweder angeboren sein, dann schon im jungen Säuglingsalter in der Regel auffallen, wenn die Eltern die Windel wechseln, beziehungsweise auch später im Verlauf des Lebens auftreten, dann meist Folge von Verletzungen, vernarbenden Prozessen. Da würde ich gerne den Urologen im Verlauf mal rüber gucken lassen. Was man aber auch machen kann, das werde ich noch absprechen mit dem Urologen, gerade wenn es kurzfristig aufgetreten ist, vielleicht mit einer Salbe, das zu behandeln. Je nachdem, wie arg der Leidensdruck ist, wenn du meinst, dass es einigermaßen geht und der Urin noch abfließen kann über die verengte Vorhaut, ist alles in Ordnung. Wenn du das Gefühl hast, dass sie nicht abfließen kann und die Vorhaut sich dann so art wie so ein Ballon aufbläst und dann der Urin nicht rausgehen kann, dann würde man eventuell früher noch versuchen, die entweder zu erweitern oder durch einen kleinen Schnitt dann entsprechend zu entfernen oder zu entlasten. Mutter und Sohn entscheiden sich dafür, die Vorhaut entfernen zu lassen. Wenige Stunden nach dem kleinen Eingriff darf der 16-Jährige schon wieder nach Hause gehen. Inzwischen sind auch die Ergebnisse im Fall der auf der Treppe gestürzten Frau da. Eins ihrer sehr unterschiedlichen Symptome, gelähmte Beine und Bartwuchs, lässt sich allerdings noch immer nicht erklären. Hallo. Hallo, Frau Thaler. Schön, alle versammelt, sehr gut. Haben wir einiges zu besprechen. Gut, zum einen von dem Unfall geschehen, von dem Sturz her. Gute Nachricht, der Unterarm ist geprellt. Sie sehen ja den größeren Bluterguss. Da haben wir aber kein Bruch. Bereich 2 ist Lähmung, genau. Der Begriff ist ein bisschen sperrig. Hyperkaliämische periodische Paralyse nennen wir Mediziner. Das heißt, hyperkaliämisch heißt, im Blut ist der Kaliumwert von dem Mineralhaushalt etwas erhöht, phasenweise. Und dieses Kalium ist wichtig für die Muskelfunktion und Nervenleitung. Und das kann zu einer kurzfristigen Schwächung führen. Eine sogenannte hyperkaliämische periodische Paralyse ist eine Erkrankung, die auf einem Gendefekt beruht, folglich angeboren ist, nicht ansteckend, wo es im Leben phasenweise zur Muskelschwäche, also zu Lähmungserscheinungen kommt. Punkt 3 war Thema ungewöhnlicher Bartwuchs bei einer Frau. Dort haben wir erstmal nach verschiedenen Hormonen geguckt, auch von den gynäkologischen Hormonen her und den Nebennierenhormonen haben wir auch da zum Glück keine Besonderheiten, keine Auffälligkeiten gefunden. Woher kommt jetzt, das dann? Jetzt nochmal die Frage zurückstellen. Am Anfang ging es so ein bisschen drunter und drüber wegen Vorerkrankung. Der Blutdruck war ein bisschen hoch, Puls schnell. Da war Blutdruck, was, Blutdruck habe ich und da habe ich Tabletten. Und das wäre nochmal interessant. Da hat man, glaube ich, gesprochen, ob sie die in meinem Blinddrin bringen können. Sind in deiner Tasche, oder? Ich habe immer in der Tasche was dabei. Guck mal, die müssen mit da drin sein. Die habe ich zur Not immer drin. Aber hat das jetzt da eine Auswirkung? Genau. Ja. Ja. Ja, das ist in dem Bereich, hat man schon gedacht. Hatten Sie mal den, wer hat die angesetzt? Das ist jetzt kein ganz so modernes Blutdruckmittel. Der Hausarzt hat das verstanden. Hatten Sie mal den Nebenwirkungszettel? Den nehme ich jetzt ungefähr. Angeguckt? Denn die können also Nebenwirkungen, können ein bisschen Atemnot, schnellen Puls machen und auch Haarwuchs. Nein. Das ist ein Bestandteil, der in einigen Haarwuchsmitteln auch drin ist. Das ist die Ursache, dass ich es so aussehe. Das wäre möglich bei Frauen auch. Aber das hätte mir doch mein Arzt sagen müssen, dass ich solche Auswirkungen habe. Wissen Sie, was ich mir für Gedanken mache? Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sie keine gravierenden Sturzverletzungen davontragen wird. Punkt 2. Der Bartwuchs ist geklärt, woher der kommt. Nach Umsetzen der Medikamente müsste dieser auch wieder sich komplett normalisieren. Und zum Dritten die Lähmungserscheinung. Damit wird sie weiterleben müssen, wobei es häufig der Fall ist, dass im zunehmenden Alter diese auch wieder besser werden und komplett verschwinden können. Und tatsächlich, mit neuen Blutdruckmedikamenten hatte die 45-Jährige keinen Bartwuchs mehr. Die Prellung am Arm ging zurück, sodass die Frau nach wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen konnte. Und auch die Lähmungserscheinungen wurden weniger, als sich die alleinerziehende Mutter mehr Ruhe gönnte.